Was sind eigentlich Betriebseinnahmen? Klingt nach einer wahnsinnig dummen und stupiden Frage, ist es aber nicht. Wenn man sich mal genau anschaut, was eigentlich als Betriebseinnahme gilt und wann etwas eigentlich schon oder noch nicht als Betriebseinnahme gilt, dann ist das gar nicht mehr so einfach. Und ich dachte mir, ich beantworte das ganze Thema auch mal ausführlich in einem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und so ganz einfach ist das gar nicht, was als Betriebseinnahme gilt. Und ganz zum Anfang dieses Videos erstmal eine Begriffsdefinition. Die Einnahmen ist quasi der Umsatz und Einnahmen ist nicht gleich Einkommen. Einkommen ist immer der Gewinn. Das heißt, Einnahmen ist Umsatz, Einkommen ist Gewinn. Übrigens heißt das Ganze auch Einkommensteuer, weil wir zahlen auf den Gewinn die Steuer und nicht auf den Umsatz. Das ist relativ wichtig, das ist nicht das Gleiche. Das heißt, wenn ich von Betriebseinnahmen spreche, spreche ich von dem Umsatz und nicht darüber, was ganz unten am Ende der Kalkulation übrig geblieben ist. Und ich möchte mich in diesem Video auf die Einnahmenüberschussrechnung konzentrieren. Das heißt, hier geht es um die Gewinnermittlungsart und die Buchhaltungsmethode, die die allermeisten selbstständig machen. Die Anlage EÜR oder halt die Einnahmenüberschussrechnung. Was gilt da eigentlich als Betriebseinnahme? Und da gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, Umsatz gilt in der Regel zumindest als dann realisiert oder ausgeführt, erwirtschaftet, wenn du die Kohle auf dem Konto hast. So einfach ist es. Das heißt, wenn sie dir zugeflossen ist. Ich weiß, es gibt da draußen wahnsinnig viele witzige Business Coaches und so weiter, die dir erzählen, dass sie irgendwie einen 100k-Monat gemacht haben. Das bedeutet meistens nicht, dass sie 100.000 Euro auf ihr Konto bekommen haben, sondern es bedeutet meistens, dass ihnen am Telefon oder vertraglich irgendein Kunde gesagt hat, dass er die Absicht hat, Dienstleistungen zu beziehen in diesem Wert. Und dann wird das alles irgendwie zusammengerechnet und dann klingt das nach wahnsinnig viel. Nein, wenn ein Kunde bei dir unterschrieben hat, irgendwas gebucht hat, dann ist es kein Umsatz. Es ist, wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung machst, auch noch kein Umsatz, wenn du die Rechnung verschickst. Es ist für dich erst eine Betriebseinnahme, wenn du das Geld auf dem Konto hast. Die erste Gruppe innerhalb der Betriebseinnahmen ist das, was auch eigentlich fast jeder landläufig so unter Einnahmen versteht. Das ist das, was dir deine Kunden überweisen, nachdem du ihnen eine Rechnung geschickt hast. Und da gibt es unterschiedliche Kategorien. Entweder mit 0% Umsatzsteuer, mit 7% Umsatzsteuer oder mit 19% Umsatzsteuer. Und die Betriebseinnahmen, die werden dann in der Einnahmenüberschussrechnung und entsprechend auch in der Anlage EÜR auch so separat ausgewiesen. Dazu gehören natürlich die ganz normalen umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen, aber auch umsatzsteuerfreie Einnahmen. Und übrigens auch die Einnahmen, die ihren Ort gar nicht in Deutschland haben. Wenn du Dienstleister bist, du hast einen Kunden in Frankreich oder in Dänemark, dann ist der Ort der Leistung nach Umsatzsteuergesetz nicht in Deutschland. Das heißt, er ist nicht umsatzsteuerbar in Deutschland. Für deine Einnahmenüberschussrechnung gilt er trotzdem in Deutschland als Betriebseinnahme. Das heißt, auch Reverse Charge Umsätze, wie die so heißen, die gelten in Deutschland in deiner Einnahmenüberschussrechnung selbstverständlich als Betriebseinnahme. Die nächste Gruppe der Betriebseinnahmen ist schon nicht mehr so ganz intuitiv. Und zwar ist es die vereinnahmte Umsatzsteuer. Wir haben jetzt die umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen gerade besprochen. Das sind natürlich die Nettobeträge. Aber du packst auf deine Rechnung, zumindest in der Regel, ja auch Umsatzsteuer. Und du vereinnahmst Umsatzsteuer von deinen Kunden. Das ist natürlich nach der Umsatzsteuerkalkulation, nach dem Umsatzsteuerrecht für dich ein durchlaufender Posten, weil diese Umsatzsteuer überweist du dann ja ans Finanzamt weiter im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung oder der Umsatzsteuererklärung. Aber solange du sie auf deinem Bankkonto hast, hast du sie ja erstmal vereinnahmt. Und nach Zufluss-Abfluss-Prinzip ist das auch erstmal eine Betriebseinnahme. Das heißt, es könnte unter Umständen sein, zumindest für einen kurzen Zeitraum, dass du auf die vereinnahmte Umsatzsteuer tatsächlich Einkommensteuer zahlst. Über langen Zeitraum natürlich nicht, weil, wie gesagt, das Geld, das führst du ja dann ans Finanzamt ab. Das heißt, das behältst du ja nicht dauerhaft. Das heißt, langfristig zahlst du darauf natürlich keine Steuern. Aber wenn du deine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, ist die vereinnahmte Umsatzsteuer auch eine Betriebseinnahme. Bei der dritten Gruppe der Betriebseinnahmen wird das Ganze ziemlich spannend und das ist auch vielen Selbstständigen so gar nicht klar. Und zwar rede ich hier über die Leistungsentnahmen. Einfachstes Beispiel. Ich habe einen Laptop gekauft, als Firmenlaptop. Ich habe damit gearbeitet und so weiter, ich habe ihn komplett abgeschrieben. Und jetzt brauche ich ihn aber nicht mehr für meine Arbeit. Jetzt entnehme ich diesen Laptop aus meinem Betriebsvermögen. Das heißt, ich benutze diesen Laptop in Zukunft nur noch privat. Tatsächlich muss ich dann die Entnahme dieses Anlagegutes, das heißt, es ist ja mein Anlagevermögen und das entnehme ich dem Betriebsvermögen, weil ich es anschließend nur noch privat nutze. Und dann muss ich da tatsächlich einen Entnahmewert ermitteln. Und dieser Entnahmewert sind die Wiederbeschaffungskosten. Das heißt, wie viel würde ich woanders jetzt für diesen Laptop bezahlen? Da gehe ich zum Beispiel auf eBay Kleinanzeigen, auf eBay, was auch immer, gucke nach, was ist dieser Laptop wert?
beispielsweise 300 Euro würde ich dafür noch zahlen, jetzt so in diesem Zustand ungefähr, Modellzustand und so weiter. Das heißt, ich habe 300 Euro Entnahme aus meinem Unternehmen. Wenn ich ihn komplett schon abgeschrieben habe, dann hat er gar keinen Buchwert mehr. Das heißt, ich entnehme gerade 300 Euro und das bedeutet, ich muss auch tatsächlich 300 Euro Umsatz in meine Einnahmenüberschussrechnung eintragen. Und das bedeutet auch, ich muss tatsächlich Umsatzsteuer darauf zahlen. Das heißt, ich muss Umsatzsteuer abführen, weil ich diesen Laptop jetzt meinem Privatvermögen zuordne. Und ich muss diese 300 Euro auch versteuern. Das heißt, diese 300 Euro erhöhen meine Betriebseinnahmen und damit natürlich auch meinen Gewinn. Und dann muss ich darauf auch Steuern bezahlen. Das bedeutet, man muss als Selbstständiger irgendwie immer so ein bisschen schizophren sein. Also einmal so Business-Ich und Privat-Ich. Und ich kann zumindest in Anführungszeichen irgendwie mit mir Geschäfte machen. Das heißt, wenn ich etwas überführe von meinem Betriebsvermögen ins Privatvermögen, dann muss ich in der Regel sowohl Umsatzsteuer zahlen, als auch das Ganze als Betriebseinnahme buchen. Und das Ganze führt dann halt dazu, dass ich darauf Einkommensteuer und gegebenenfalls auch Gewerbesteuer zahlen muss. Das Ganze kennt man auch übrigens bei Leistungsentnahmen. Es muss ja nicht nur sein, dass ich einen Gegenstand entnehme, sondern auch bestimmte Leistungen. Das heißt, ich nutze quasi Inventar meines Unternehmens auch privat. Das ist dann quasi eine Leistungsentnahme. Das kennt man zum Beispiel beim Firmenwagen. Da ist es relativ bekannt. Wenn ich einen Firmenwagen habe und ich benutze ihn auch privat, dann muss ich einen privaten Nutzungsanteil ermitteln. Und das mache ich in der Regel mit der 1%-Methode oder dem Fahrtenbuch. Ich habe zu diesem ganzen Thema, wie man da den privaten Nutzungsanteil ermittelt, schon eine ganze Videoreihe aufgenommen. Die verlinke ich dir oben rechts einmal. Man macht das Ganze aber deswegen, um diesen privaten Nutzungsanteil auszurechnen. Und diesen privaten Nutzungsanteil, also den Wert der privaten Nutzung, den rechnet man einfach auf seine Betriebseinnahmen. Und das führt dann auch dazu, dass du darauf Umsatzsteuer zahlen musst. Und auch das Ganze erhöht halt deine Einnahmen und damit deinen Gewinn. Und damit erhöht es auch deine Steuerlast bei der Einkommensteuer und Gewerbesteuer. Und das Ganze gilt nicht nur für Autos, sondern auch für alle anderen Sachen. Das heißt, wenn ich einen großen Maschinenpark habe und für mich privat was mache, dann muss ich das entsprechend diese Leistungsentnahme auch versteuern. Einfacheres Beispiel ist zum Beispiel das Handy. Wenn ich ein Smartphone habe, das gehört im Betriebsvermögen, ich nutze es aber auch privat, dann muss ich auch hier den Wert der Leistungsentnahme ermitteln und darauf muss ich dann halt Steuern zahlen. Also das ist dann auch Teil meiner Betriebseinnahmen. Das heißt, ich habe diese ganze große Gruppe der Entnahme von Leistung und der Entnahme von Anlagegegenständen und Waren aus meinem Betriebsvermögen. Das gilt tatsächlich auch als Teil meiner Umsätze und als Teil meiner Betriebseinnahmen. Und das gehört damit halt auch zu meinem Umsatz. Und diese drei Gruppen, also die steuerpflichtigen Betriebseinnahmen, die vereinnahmte Umsatzsteuer und diese ganzen Geschäfte mit dir selbst, also Entnahme Gegenstände oder Entnahme von Leistung, das zusammen sind deine Betriebseinnahmen und davon ziehst du dann alle Kosten ab, um den Gewinn zu ermitteln. Zum Abschluss in diesem Video möchte ich nochmal auf drei Punkte eingehen, die traditionell, klassischerweise ganz viele Fragen und ganz viel Verwirrung verursachen. Der erste Punkt sind durchlaufende Posten. Und durchlaufende Posten sind Dinge, die du bekommst, nur um sie 1:1 weiterzuleiten. Das ist nicht wirklich eine Einnahme, das ist nicht wirklich eine Ausgabe. Aber in der Einnahmenüberschussrechnung buchst du sie erstmal als Einnahme ein und dann als Ausgabe. Das heißt, du hast eine Einnahme und Ausgabe in exakt gleicher Höhe. Das ist auch erstmal überhaupt gar kein Problem, weil du zahlst ja die Steuern auf den Gewinn. Und der Gewinn verändert sich nicht dadurch, wenn du das Geld 1:1 weiterleitest. Aber, ähnlich wie bei der Umsatzsteuer, solange du das Geld bekommst und noch nicht weitergeleitet hast, musst du darauf tatsächlich Steuern bezahlen. Das heißt, durchlaufende Posten buchst du immer ein, als Betriebseinnahme und Ausgabe. Da gibt es keine neutrale Position. Die gibt es tatsächlich, wenn du Bilanzierer bist, also wenn du eine Bilanz erstellst. Aber wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung erstellst, dann buchst du sie als Betriebseinnahme und Ausgabe ein. Der zweite Punkt, bei dem es ganz häufig Verwirrung gibt, sind Privateinlagen und Privatausgaben. Ich habe zu dem Thema schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir auch gerne oben rechts einmal. Hier an dieser Stelle auch noch einmal, weil auch da kommt ganz häufig die Frage, wie ist das eigentlich, wenn ich von meinem privaten Konto auf mein Geschäftskonto Geld überweise? Das heißt, private Transaktionen, also Geldüberweisungen zwischen Privatkonto und Geschäftskonto, haben nichts in deiner Einnahmenüberschussrechnung zu suchen. Das heißt, das ist nicht Teil deiner Betriebseinnahmen. Du musst darauf keine Steuern bezahlen. Das heißt, wenn du ein Buchhaltungsprogramm hast oder wenn du die Contest-App verwendest, markierst du diese Transaktionen bitte einfach nur als privat und dann sind sie quasi ausgeklammert aus der gesamten Kalkulation. Der dritte Punkt, der wird relativ häufig vergessen und deswegen möchte ich ihn ganz dringend hier an dieser Stelle erwähnen. Ich rede ja von steuerpflichtigen Betriebseinnahmen, also der ersten Gruppe der Betriebseinnahmen. Und diese Betriebseinnahmen, da denken wir automatisch ja an eine Geldzahlung. Also entweder eine Überweisung auf mein Bankkonto oder halt irgendwie Cash auf meine Hand. Es geht allerdings auch, dass du Betriebseinnahmen in Gegenständen oder Dienstleistungen hast. Das heißt eine Art Tausch. Du führst etwas aus und bekommst statt Geld irgendetwas anderes, irgendeinen anderen Vorteil. Und das Ganze ist steuerlich relevant. Das heißt, das Ganze sind trotzdem Betriebseinnahmen. Das Ganze ist relativ üblich bei Influencern beispielsweise. Wenn ich Influencer bin, kriege ich Produkte gestellt von einem Unternehmen und ich zeige sie
dafür und darf diesen Gegenstand, dieses Produkt oder diese Urlaubsreise anschließend natürlich auch privat benutzen. Diese Einnahmen, die ich nicht in Geld bezahlt bekomme, sondern in Gegenständen oder in der Dienstleistung, das sind tatsächlich trotzdem steuerpflichtige Einnahmen. Die gehören in die Einnahmenüberschussrechnung. Und da musst du immer erstmal den Wert ermitteln. Das heißt, wie teuer ist das eigentlich, was ich da gerade bekomme? Wenn mich irgendein Auftraggeber eine Woche lang privat im Hotel übernachten lässt, muss ich ermitteln, wie teuer wäre es denn gewesen, wenn ich das bezahlt hätte. Und dann ist das tatsächlich eine steuerpflichtige Betriebseinnahme, auf die ich auch Umsatzsteuer zahlen muss und die auch meinen Gewinn erhöhen und dann muss ich darauf Steuern bezahlen. Ich weiß, das Ganze wird gerne mal unter den Tisch fallen lassen, solltest du aber nicht tun. Das Finanzamt weiß ganz genau, dass gerade in dem Bereich Content Creator, dass das relativ üblich ist und wird auch danach Ausschau halten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir etwas Licht ins Dunkel bringen und dir so ein bisschen weiterhelfen. Und du weißt jetzt, wenn es um das ganze Thema Betriebseinnahmen geht, genauer, worüber man da eigentlich so spricht. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, dass das Ganze ziemlich kleinkariert ist und dass das eher ein Job von einem Steuerberater ist als von dir, dann gebe ich dir durchaus recht. Dafür gibt es Steuerberater. Wenn du einen suchst, dann sind wir vielleicht der Richtige für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung und bei der Erfassung deiner Betriebseinnahmen. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal weitere Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.